Luigi Time! Hey Leute, willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3, einer neuen Folge. Und auch, obwohl wir ja den letzten Aufzugsknopf bekommen haben, für das letzte Stockwerk, für das 15. Stockwerk, habe ich ja erzählt, ich würde jetzt sehr, sehr gerne erstmal ein bisschen Juwelen sammeln und auch ein bisschen Buhus abcashen, alle einfangen. Und dazu, zu diesem Zweck, habe ich mich aber natürlich ein bisschen schlau gemacht, durch eure Kommentare teilweise, durch eure Hinweise. Nochmal vielen Dank dafür. Und dann gehen wir jetzt einfach mal so ein paar Stockwerke ab, ne, so ein bisschen gucken hier. So vor allem, also hier fehlt der einzige bloß nur der Buhu, ne? Aber da sind so viele Räume. Ach, ich will jetzt erstmal Juwelen fangen. Sammeln. So, hier in der Lobby fehlt noch eins. Der ist wirklich... Den hätte ich eigentlich finden müssen, den Juwel. Bloß irgendwie... Oder das Juwel hätte ich eigentlich finden können. Aber irgendwie habe ich mir gedacht so, ich habe das nicht gecheckt. Ja. Aber umso gut, dass ich euch habe. Supi! So, das ist ganz, ganz schnell. Und dann auch in der Lobby, da gehe ich dann per Treppe hin. Ins Restaurant. Oh Gott, hier ist irgendwo der Buhu. Er ist hier irgendwo. Warte, wo ist er? Hier ist er drin, komm her. Nee, verdammt. Ich bin Buchstabier. Mir kannst du nicht mithalten. Ja klar. Wie soll denn so schnell da hinten hinkommen? Okay, wartet mal. Ich wechsle mal schnell. Ich glaube, da kommt ja so eine Welle, ne? So, ganz kurz. Okay. So, nochmal. Komm, jetzt ist es aber hier drin. Komm schon ganz schnell. Oh Mann, okay, irgendwann ist der aber hier drin. Der ist irgendwann da drin, kann ich euch sagen. Ja, lass mal pusten hier, pusten. So. So. Ey, pusten hat gesagt. Okay, oder warte mal, ist der immer noch hier? Ist er jetzt hier drin? Der kann sich ja eigentlich bloß hier verstecken, ne? Geil! Ich bin Buchstaben hier, Mann! Na, hast du Angst, Mann? Nö. Okay, cool, wenn er nicht in einen anderen Raum kann, dann kann er bloß hier sein, geil. So. Oh, Scheiße. Wir haben immer bloß 20? Ist ja richtig easy going. Boah. Ja, aber echt, wie viel Geld die eigentlich noch bringen. Ey, das ist so übel. So, Ghost? Geist? Oh. Tja, ich hab dich genau gesehen. So, haben wir noch einen. Schon in unserem dritten. Stup. Ja. Richtig brauchbar. Yeah. Ey, wie viel Geld das nochmal bringt, ne? Apropos Geld. Ich habe auch durch eure Hinweise jetzt, wie gesagt, die habe ich jetzt nachgeholt, ne, habe ich halt echt erfahren, dass wir schon den bestmöglichen Rang haben für am Ende. Denn der ist wohl bei 70.000. Wir haben 70.000 Gold und da ist quasi der beste Rang, ja, ist quasi drin, der wohl Rang A ist. Ihr wisst ja, bei Luigi's Mansion 1 als auch bei Luigi's Mansion 2 gab es ja am Ende Ränge. Für die Villa oder so, oder halt hier in dem Fall für das Hotel. Und es gibt wohl nur Rang A und den haben wir. Sehr schön. So, und hier ist erstmal das letzte Juwel, ja. Und das ist halt das hier, sind Bodenplatten. Aber die merkt man nicht, wenn man rüberläuft, merkt man das nicht so, weil die nicht sofort irgendwie drauf reagieren. Ja, deswegen habe ich das garantiert überhört, habe über das Geräusch eben garantiert auch drüber gequatscht und so. Ja, na okay, ne, hier ist nämlich nochmal so eine Platte. Weil ich habe ja schon mal alles weggesaugt, ne? Und irgendwie... Deswegen, ja, das habe ich überhört. So, wenn ich nämlich hier raufgehe... Oh, guck mal einer an, der muss Luigi auf die andere Seite. So. Sehr geil. Und dann muss man aber erst noch antreiben. So, einmal von der Seite. Und einmal von der anderen Seite. Oder nicht? Hallo, also eigentlich sollte das funktionieren. Was ist denn da los? Warum geht das nicht? Da müsste jetzt eigentlich das Juwel rauskommen. Aber wie kommt es nicht raus? Oder wollen wir in eine andere Richtung pusten? Nee, eigentlich. Oder warte mal, ist ja nur. Wieso? Die entstehen ja, die gehen ja sonst gegeneinander, ne? Hä? Funktioniert das oder funktioniert es nicht? Weil wenn ich jetzt mitsauge, dann drehe ich ja in die entgegengesetzte Richtung, oder? Oder? Ja, guck mal, jetzt wird er nämlich wieder langsamer. Jetzt wird er wieder schneller in die andere Richtung. Okay, irgendwie... Hä? Also mir wurde gesagt, das muss man halt so machen, aber wie... Okay, jetzt... Okay. Hä? Manchmal dauert es wohl einfach ein bisschen länger. Keine Ahnung. So, yeah. Stockwerk komplett, die Lobby. Oh, sehr schön, Stu. Okay, weiter geht's.
So ist das Stockwerk sogar richtig komplett, weil wir auch den Buhu haben. Sehr schön. So, da ich jetzt auch weiß, dass ich an sich nur 70.000 Gold brauche, könnte ich halt echt auch nochmal überlegen, ne? Na, holt man sich irgendwie nochmal ein paar mehr Knochen, ne? Müssen wir mal schauen, vielleicht eigentlich, warum nicht zum Endgegnerkampf. So, jetzt haben wir hier ein Juwel übersehen. Ja. Und natürlich auch den Buhu, den wir gerade mal suchen. Hm? Nicht drin. So, was auch sehr, sehr cool ist, ja. Was ich irgendwie gar nicht gedacht hätte, das hat was mit der Dartscheibe da oben zu tun. Richtig fies, so, ja. Was wirft man da jetzt gegen? Und ja, da habe ich, ich habe alles untersucht, aber nee, guck mal hier oben. Bestimmt, weil die Karte das immer blockiert hat. Guck mal hier, so ist jetzt voll von der Karte blockiert. Das Ding hier. Guck mal hier. Kann man selber so ein Schwert mitnehmen hier. Und das kann man dann einfach, weil es auch automatisch zielt. Ja, ein Juwel. Yeah, richtig geil. Cool, cooles Versteck. Stoop eingesammelt. So, ich denke mir, ich könnte bestimmt noch auf dem Weg hier irgendwie den Buhu finden. So. Obwohl, der kann ja so viel sein. Ich weiß auch, wo das andere Juwel ist, aber gehe ich nochmal schnell in die anderen Räume gucken. Wegen dem halt Buhu. Ich höre es ja an der Musik. Ja. Komm, jetzt zwischen hier drin in so einem kleinen Raum. Komm schon. Wo ist der? Leider nicht. Okay. Badanda. Ach, irgendwie finde ich aber, dass das echt schnell geht, ne? Es sind ja nicht so viele Räume und der Buhu, oh Gott. Ja, warum ist Luigi richtig schnell abgehauen? So, okay, sind auch nicht. Sehr schön. So, die lassen wir mal in Ruhe putzen. Ich gehe einfach weiter. Okay, denn. Ey, was ist denn hier los? Warum sind hier immer so viele denn auch? Warum sind hier so viele? Aua. Geschwürten. Toll, warum sind hier jetzt noch so viele Leute? Warum? Nicht! Habt ihr noch was bringt, wenn man hier alle killt? Ups! So. Ach, Mann, ey, dass die immer so. Aua! Dass die immer so blöd rumeiern müssen. Boah, das war knapp. So. Raufklopft mal ein bisschen Damage chillen. So. Geblendet. Ja, sind das viele? So. Mann! Kann nicht wahr sein. Jetzt komm du mal her hier. Bisschen weiter weg. Oh, ein Herzchen. Danke. Aber, ach, Mann, man sieht die auch alle gar nicht. Wo sind die denn alle? Zack. So. Warum hat der eine jetzt auch nicht die Augen zugemacht? Menno. Komm schon. Saugen. So. Den wollte ich gar nicht machen, ey. So. Zack. Geblendet. Danke. Ich würde gerne mal mehrere einsaugen. Ich glaube, das geht doch nicht. So. Doch, ich habe zwei. Sehr schön. Alter, richtig viele gekillt. So, boing. Na, seht ihr, hast du alle kein Problem. Hab schon wieder fast volle Energie. Ich glaube aber, ob das hier irgendwas bringt. Von wegen, töte das Personal. Oder keine Ahnung. So, aua, Mann. Bleib doch mal jetzt ruhig. Zu dir komme ich doch gleich noch. So, So, geblendet. Du bist der Letzte. Oder mit der meisten Energie. Perfekt. Okay. So. Toll. Ja, nicht gebracht. Wirst du einfach nur. Ich hätte einfach gehen können. Aber das kann ich ja auch nicht machen. Nee, das geht nicht. So, also hier war der Buhu nicht, ne? Ich hab eigentlich bloß den Buhu gesucht. Menno. Oh Gott, es sind wieder neue Geister. Ganz schnell weggehen, einfach ganz schnell weggehen. So. Vielleicht. Naja, im Badezimmer. Da wäre auf jeden Fall einfacher zu suchen, weil. So, tschüss. Hey, der ist hier. Wo ist denn der Geist? Der ist bestimmt einfach in der ist bestimmt hier, na, hier wirklich einfach in der Gastronomie. Wow. Lasst mich alle in Ruhe. Ich habe keinen Bock auf euch. Hier ist er. Komm, er ist bestimmt hier drin. Hallo. Du kannst nur einmal gucken. Er ist natürlich genau da drin. Ich bin Buichi, die Nummer 1. Das heißt, du bist nur die Nummer 2, wenn er überhaupt. Toll. Okay. Jetzt ist er natürlich weg. Hier sind so viele Dinger, wo man den suchen muss. Okay. Hier ist er auch nicht. Aber hier habe ich tatsächlich im Eisschrank was übersehen gehabt. Nämlich das letzte Juwel. Wartet mal. Nee. So, hier nicht. Wo wir da reingegangen sind. Wie komme ich denn das übersehen? Ich weiß es echt nicht. So, wenn ihr jetzt mal guckt.
Hier müsste nämlich irgendwo halt ein Eiswürfel sein. Der hat das Ding hier und das ist Juwel drin. Tja, ich weiß da auch nicht. Dann schön über den Herd. Yeah! Und da haben wir alle Juwelen aus diesem Stockwerk. Geil! Dieser Stoop? Okay. So, ich hoffe, jetzt ist der Geist wieder da, bitte. Bitte, hier irgendwo wieder. Nö. Toll. Die Geister suchen, ich meine, die Stockwerke sind mitunter recht klein, ne? Wo es umso größer so ein Raum ist und umso mehr Möglichkeit hat er halt, sich zu verstecken. Und das dauert ja dann richtig lange. Okay, Luigi freut sich einfach. Warte, bist du jetzt wieder drinne? Reicht das, wenn ich einfach nur hin und her gehe? Würde das rausreichen? Nö. Also ich glaube nicht, dass er im Klo ist, weil er hat da, glaube ich, keine Möglichkeiten, sich so gut zu verstecken, oder? Na, dann vielleicht doch jetzt hier irgendwie in dem Raum? Lalala. Ja. Okay, komm, du bist hier drin. Komm schon. Nein. Warte, denn da. Ganz schnell. Hier drin ist er. Immer noch nicht. Okay, wo kann der noch sein? In den Schubladen hier oder was? Toll. Oh! Wartet mal, ich glaube, ich mache das ein bisschen zu überstürzt, ne? Kann das sein? Ich glaube, ich müsste sogar tatsächlich nur auf meinen Staubsauger achten. Wo der richtig halt ausflippt. Ich glaube, ja. Okay, wartet mal. Ist er jetzt vielleicht wieder zurück? Ich darf einmal raten und darf mir anscheinend so viel Zeit lassen, wie ich will, ne? Anscheinend. Na, dann mal gucken. So. Bin ja noch am Lernen. So. Oh, jetzt wieder nicht hier. Ach. Ne, dann würde ich nämlich zu jedem Behälter oder so gehen und wo denn der Staubsauger halt, hier ist auch nicht, am meisten rotiert und richtig wackelt, da gucke ich denn nach. Okay, ja, sorry. Habe ich aber jetzt selber gemerkt, learning by doing, Leute, geil. Komm, nehmen wir den Geist klein mit, ne? Dann sind wirklich alle Stockwerke, sind dann wirklich alle erledigt. Der Typ mit seiner Taschenlampe da. Ich ignoriere die alle. Kein Bock. So. Ah, oh, der ist echt hier. Okay, wartet mal. Hier rotiert's ein bisschen. Hier rotiert's, glaube ein bisschen stärker, ne? Hier, okay, es rotiert ja überall. Oder rotiert der wirklich unterschiedlich? Ich weiß nicht. Ich guck mal einfach hier. Wartet mal. Ja, hier nur so ein bisschen? Oder rotiert er einfach allgemein im ganzen Raum? Dass ich trotzdem quasi immer raten muss. Warte mal, ist das döller als, sage ich jetzt mal, das hier? Nee, das ist gleich, ne? Also macht gleich so. Ja, toll. So, hier ist auf jeden Fall hier war, glaube ich, der Kristallgeist, ne? Ja. Jetzt bist du hier. Warte mal, ist er immer noch da? Er ist immer noch da. Okay, er steht im Klo fest. Toll. Gut, den Kristallgeist brauche ich eigentlich nicht nochmal. Der könnte jetzt eigentlich abhauen, aber ich glaube, der will nicht gehen. Bis ich ihn bashe. Einfach bashen. Bumm. So. Okay, dann lasst mich mal doch noch mal ein bisschen genauer gucken. Kann ich das irgendwie... Nee, also bisher, ne, es wirkt so... Er vibriert die ganze Zeit. Aber nee, warte mal. Guck mal hier. Nee, da sind jetzt Dinger zu sehen. Ändert sich irgendwas noch an dem Vibrations... Rhythmus irgendwie? Ich glaube, der wird ein bisschen schneller, ne? So, hier ist er irgendwie... Nee, das ist irgendwie... Oh, ist schon gleich schnell, oder? Nee, hier ist er extrem. Mal gucken. Jetzt ist er was? Mann, bist du einem... Er war ganz im anderen Klo. Okay, ich kann mich da auch leider nicht verlassen. So ein Mist. Na gut, das ist natürlich jetzt doof. Oh je. Luigi freut sich trotzdem. Okay, das ist natürlich jetzt sehr, sehr doof. Mal gucken, ist er vielleicht jetzt doch wieder im Essensding? In Gastronomie? Ja. Okay. Also, hier vibriert's halt richtig, ja? Hier aber halt auch, die vibriert halt überall gleich, oder was? Hier ist er irgendwie, weil der kann jetzt überall... Ja, ich habe 6 oder 7 Möglichkeiten, wo der sein kann. Hä? Nee, okay, doch, guck mal hier. Hier ist ein bisschen langsamer. Hier ist echt, doch, okay. Er vibriert wirklich unterschiedlich. Hier auch nur so ein bisschen so. Okay. Das muss ich mir also zunutze machen. So, jetzt ist die Dinger natürlich auch sehr nah beieinander. Hier flippt er ein bisschen aus.
Warte mal. Hier auch? Aber hier halt auch. Ah, wo ist denn jetzt am ehesten? Ist er jetzt hier wieder drin? Wo ist hier? War er schon mal drin, ne? Oder ist er jetzt halt hier drin? Oder an dem anderen da? Hier vibrieren sie alle gleich stark. Hier ist auch das grüne Glibber innen drin. Ist quasi die ganze Zeit konstant. Ja, und hier... Hier, warte mal, hier verschwindet der Glibber kurz. Guck mal hier, warte mal, ist das der Glibber? Guck mal, hier ist das Glibber weg. Weg. Da, weg. So, und hier ist das, glaube ich, die ganze Zeit am Glibber, ne? Ja, guck mal, da geht's nicht einmal weg, denn ist, würde ich sagen, ist er hier drin. Yeah! Die Nummer 1, Luigi! Zumindest habe ich den mit Abstand schönsten Namen. Luigi. Okay, hier ist er. Oh Gott. Na. So. Haben die immer nur 20? Das wäre richtig crazy und cool. So. Okay. Flup. Okay, komm her. Komm her, kleiner Buh. Oh, ich bin noch so schüchtern. Du bist jetzt weg in dem Beutel. So. Stoop. So. Okay. Alter, wie viel Geld man da noch bekommt? So. Okay, Leute, Stockwerk ist erledigt. Gehen wir weiter. Jetzt würde ich ja am liebsten... Ja, am allerliebsten würde ich jetzt halt wirklich nochmal probieren, wie das da ist in Musik. Bei der Musik da, weil da weiß ich auch, da gibt es das letzte Juwel. Ich muss aber halt durch diesen Fernseher da durchlaufen, was irgendwie nicht funktioniert hat. Das war doch merkwürdig. Ah, macht aber auch Spaß. Und die, komm, da schaffen wir ein paar Stockwerke. So viele Stockwerke hat das Spiel ja nicht. Und ich habe ja auch schon viele Juwelen gefunden. Ne, das sollte hier eigentlich ganz gut klappen. Aber noch hier die Läden. Ja, die Läden sind ja auch noch... Das war auch noch okay. Ach, komm mal, was war das hier? Bei den Läden erstmal. Machen wir doch mal alles schon nach der Reihenfolge, ne? Wenn die Konzerthalle eh im vierten Bereich ist. Ah. So, ja, hier, ja, bei den Ladendings, da war ich schon an der richtigen Stelle. Bloß war wieder ein bisschen zu blöd. Ich geb's ja zu. Ja, das war wirklich noch am Anfang des Games. Eindeutig. Und zwar hier oben, ne? Hab ich ja schon gesehen da oben, ne? Und ich habe auch schon den Weg eigentlich entdeckt, wie man da hinkommt. Bloß ich war halt einfach ein bisschen doof. Ist halt so. Okay, so hier irgendwo ist er. Es vibriert hier jedenfalls. Aber halt, die Mucke fehlt noch. So, warte mal, ist natürlich richtig dumm. Ich weiß auch nicht, was los war. Und ich weiß es doch nicht. Oh. Das ist ja cool, was mir noch alle so verpasst, ja. Was es halt nur so zu sehen gibt, ist ja richtig cool. Was? Hab ich gar nicht gedacht. Hier gibt es noch so kleine lustige Anekdoten von den Ghosts. Stup. Da muss die. Komm her. So. Okay. Au, je. So, und zwar ganz offensichtlich dumm war ich halt bei dem Ding hier. Weil die. Hier bin ich ja mit Luigi durch, aber muss aber einfach nur... Ja, ich weiß da auch nicht. Ich weiß da auch nicht, Leute. Mann, das war am Anfang vom Spiel. Ich war da so gehypt und so. Okay, aber zuerst habt ihr mir tatsächlich erzählt, man muss hier mehrmals leuchten. Mehrmals an dem Automaten leuchten. Dann kommt nämlich immer wieder was raus. Boah, sogar immer größere Summen. Und eine Maus. Okay, was zum... So, pump. Und ich hab das Ding ja, glaube ich, gleich kaputt gemacht, ne? Ah! So, stoop. So, komische Mäuse. So. Und yeah, voll geil. Boah, I did it. So, ich glaube, hier vibriert es am meisten. Ich glaube, der Geist ist hier drin, oder? Ja, ist er. So, okay, wo ist jetzt richtig denn am Ausrasten? Nee, hier nicht. Hier tatsächlich nicht. Ja, gut zu wissen. Hier? Nö, hier auch nicht. Okay, gut. Oh, muss ich echt mit Luigi das machen. Das ist ja auch kein Problem, ne? So, Luigi, guck mal schnell. Aber vibriert das bei ihm eigentlich auch? Nee. Oh, guck mal, Luigi hat ja nicht so einen Hinweis. Eigentlich müsste er selber vibrieren. So richtig doll. Okay, ist das natürlich... Was ist mit den Regalen? Die Regale wackeln irgendwie so komisch rum. Doch, Luigi vibriert selber. Das ist ja cool. Er vibriert selber. So, ist das jetzt hier, weil er so stark ist? Nee, natürlich nicht. Hi, ich bin Kumbu. Verbeuge dich vor deinem Meister. Toll. Ja, na gut.
Ja, da bin ich aber lieber, wenn Luigi wackelt. So. Okay, holen wir uns mal das letzte Juwel erstmal noch. Weil ich so doof und rigoros verkackt habe. Ich weiß auch nicht, man. Ja, muss man einfach hier lang gehen. Ah, man muss die Tür. Ich hab die Tür nicht aufgekriegt. Weißt du auch nicht? Ja. Oh, ist er hier unten drin? Okay. Perfekt. Können wir da nochmal richtig neu gucken? So, jetzt sind wir erstmal hier. Und hier haben wir jetzt das letzte Juwel drin aus dem Stockwerk. Yeah! Geil! Alter, Hotelläden, Juwelenreihe Completo. Stup. Okay, jetzt einfach. So, okay, komm, wo ist er jetzt? Ist er hier drin? Warte mal, hier ist. Guck mal hier. Na doch, der ist hier drin. Hier ist er drin. Oh, ich bin noch Kombo, Mann. Was willst du? Du kannst dich gar nicht vorstellen, wie gelenkig ich bin. Doch, kann ich. So. Was? Was? Wo? Wo ist er? Du. Ich weiß nicht, ob der wieder abhauen kann. Hoffe nicht. Halt, da. Da ist er. Da ist er. Ich bin da so ein Lappenmann, ja, mit der Lappenzunge, ja. Bum. Alter, steh weg. Wie viele Dinger das gibt. So. Tja, und wieder entdeckt. Richtig easy going. Ist das schon fast ein bisschen zu leicht eigentlich, ja. So, dass man sich fragt, irgendwie, warum sammelt man eigentlich die Buhus ein? Einfach nur Hommage an Frühjahr oder weil die Buhus immer dabei sind, ne? Oder kriegt man am Ende noch eine Belohnung vom Professor? Kann natürlich sein. So, Leute, damit ist auch das Stockwerk komplett. Sehr, sehr schön. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich mache dann halt, ja, vom vierten an weiter. Und hoffe halt wirklich, dass ich halt, ja, noch das Juwel jetzt bekomme. Und dass das alles hier relativ zackig geht in ein paar Parts. Bevor wir halt wirklich, ja, na klar, ich will ja auch wissen, wie es weitergeht hier in dem Penthouse. Ja, aber ich möchte doch sehr gerne die Buhus holen. Irgendwann muss ich nochmal hier rein. Hier fehlt nämlich noch der Buhu. Müssen wir mal schauen, aber ansonsten haben wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, würden wir... Im vierten haben wir ihn ja schon. Da geht es halt wirklich bloß nochmal um den grünen Kristall. Der halt hoffentlich echt kommt, wenn ich nochmal alles wegsauge. Ich muss nochmal die olle Konzerthalle, glaube ich, muss ich alle nochmal besiegen. Und dann da muss ich mal wirklich mal da direkt auf den Fernseher raufhalten, dass der frei ist komplett. So, alles klar, Leute. Aber erstmal vielen, vielen Dank wieder für euer Interesse und bis zum nächsten Backtracking-Part. Ciao, ciao.